Alle Leute, willkommen zurück zu City Skylines und ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gefixt. Der Sturm hier sollte noch durchkommen. Und ja, wenn der jetzt, ja, wenn es jetzt komplett kaputt geht, dann... Oh, da haben wir einen kleinen Stau. Wenn es jetzt komplett gar nicht mehr funktioniert oder die Troller, die ja trotzdem noch dazwischen redet, dann kann ich ja... Ja, muss ich entweder die Katastrophen komplett ausschalten für eine Weile oder das irgendwie resetten oder ja, irgendwie die Benachrichtigung leise stellen, weil, Alter, so kann man sich ja gar nicht mehr konzentrieren. So, wir haben hier jetzt einen kleinen Stau, so wie es aussieht. Und den möchte ich gerne auflösen. Ist jetzt die Frage, wie? Also die Leute wollen alle irgendwie in diese Richtung. Die meisten fahren tatsächlich komplett durch. Einige sind dabei, hier da ein bisschen abzubiegen. Was wir machen könnten ist... hier noch eine zweite Ausfahrt zu machen. Die hier drüben hingeht. So quasi eine Ausfahrt von der Ausfahrt. Dann können die, die hier da lang wollen, die können dann immer noch wahrscheinlich den Weg nehmen oder... die, die dann später auch hier drüben hin wollen, können dann hier weiterfahren. Und die, die hier... Ah, verdammt, das ist auch ein One-Way. Nee, dann wollen wir hier draus. Einen Doppelweg machen. Nur aus diesem kleinen Stück können die hier hin, dahin. Dann machen wir es so. Und für die Leute, die können dann auch hier wieder rein. Und dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Wir haben keine Ampeln. Okay, gucken wir mal, wie es läuft. Aber das dürfte das eigentlich so ein bisschen verbessern, die Situation hier. So, Strom haben wir gut da. Wasser haben wir auch gut da. Und dann wollen die Leute Bürogebiete. Und damit können wir jetzt anfangen, hier so ein bisschen das aufzubauen. Strom und Wasser dürftet ihr haben. Dann machen wir hier wieder ein Gewerbegebiet hin. So, und natürlich können wir mittlerweile auch mal anfangen, hier ein paar Parks reinzusetzen. Weil die Leute, die hier wohnen, müssen sich ja auch irgendwie entspannen können. Oder mal in den Park gehen. Und hier haben wir jetzt tatsächlich so viel Platz, dass wir einfach mitten rein alles Mögliche setzen können. Sogar mal einen großen Park, obwohl den... Ja, der passt hier nicht komplett rein. Den setze ich dann wahrscheinlich hier hin oder sowas. Oder dann hier... Na gut, der passt auch nicht rein. Dann wird es wahrscheinlich hier werden. Kann ich eigentlich jetzt schon hinsetzen. Einfach weil. Ich glaube, Strom braucht der ja nicht... Doch, er braucht Strom.
Okay. Ah, wahrscheinlich wegen den Lampen hier. Die leuchten aber trotzdem. Aber der kann dann. Na gut. Der kann dann Strom bekommen, wenn es soweit ist. So, ansonsten wollen die Leute tatsächlich noch mehr Büroplatz? Und ja, so wie es aussieht, muss ich mir hier wirklich was anderes überlegen. Das hat es jetzt nicht wirklich besser gemacht, was ich hier gemacht habe. Da kommt auch was. Was bist du? Feuerwehr, Krankenwagen, Krankenwagen. Der kommt da auch nicht so gut durch. Ja, die meisten Leute wollen halt nach hier oben. Dann ist es vielleicht sogar sinnvoll. Obwohl, jetzt hat es sich wieder ein bisschen aufgelöst. Ha. Also es ist kein konstantes Problem. Und das Problem kann sich auch dann von selbst wieder lösen. Da hat wahrscheinlich einfach ein Auto quer gestanden oder sowas, weil es kann auch passieren, dass hier, was weiß ich, ein Auto oder ein Lieferwagen hier gerade was auslädt und sowas. Und dann die Straße für einen kurzen Moment blockiert. Ah, jetzt fliegt's wieder. Ich möchte jetzt eigentlich den Weg hier auch nicht wieder zurücknehmen, weil gerade wenn wir jetzt hier ein bisschen ausbauen und die Leute dann auch wieder den Weg hier nehmen, dann brauchen wir eigentlich noch so eine Abzweigung, damit sich das hier so ein bisschen aufsplittet. Also von daher ist das eigentlich schon ganz okay so. Nur wenn halt mal einer quer steht oder ein bisschen mehr Betrieb ist, dann kann es hier und da ein bisschen eng werden. Aber ich denke mal, das ist okay. Das hat wahrscheinlich jede Großstadt, dass es hier und da mal ein bisschen eng wird. So, und dann bauen wir hier einfach mehr Büros hin. Ich glaube, Büros müssen auch mit nichts von Lieferwagen oder sowas beliefert werden. Das heißt, wir können wir auch hier in die Hauptverkehrsader bauen. Und das dürfte eigentlich ausreichen erstmal. Dann bauen wir außen noch so ein bisschen Gewerbezeugs hin. So, wie sieht's mit unseren Diensten aus? Müllverbrennungsstatus ist gut, Elektrizität ist gut, Wasser ist gut, aber abnehmend. Friedhofsauslastung. Das Krematorium hier oben müsste das hier eigentlich auch komplett abdecken. So, Feuerwache. Ziemlich schlecht. Bauen wir hier eine hin und hier auch. Na, ich hätte vielleicht hier unten hinbauen sollen. Du einmal verschieben bitte nach hier unten. Und dann hier wieder auffüllen mit Wohngebiet. Ja, und dann ihr bräuchtet eigentlich auch euren eigenen Bunker hier. Polizeiwache da oben? Ja, okay. Dann bauen wir hier trotzdem auch noch mal eine hin.
So, dann bekommen die es auch mit. Schulen. Eine Grundschule, eine Oberschule vielleicht noch. Und die Uni haben wir da drüben. Dürfte eigentlich noch okay sein. So. Verkehrsmäßig sieht es jetzt hier drüben auch ganz okay aus. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, was passiert, wenn, wenn hier der Bereich so ein bisschen anfängt zu boomen. Weil da müssen die Leute natürlich auch noch hinkommen, hinfahren. So, hat das irgendwelche Auswirkungen auf hier drüben? Hier ist erstaunlicherweise jetzt auch mehr Verkehr. Gut, hier ist nicht wirklich viel Verkehr. Wie sieht's in Obertown aus? Immer noch vergleichsweise wenig. Und da drüben brennt's. Sag bloß, das sind noch Nachwirkungen von dem Gewitter. So, was haben wir hier? Bis auf, dass es kurzzeitig angefangen hat, ein bisschen zu laggen. Ja, alles beim Alten. Ja, so ziemlich alles beim Alten. Alles klar, dann sind wir doch ziemlich erfolgreich jetzt hier. Mit, ja, im Grunde genommen sagen wir mal 40% von dem, was wir hier schon ausgelegt haben und ja, ungefähr 20% von dem, was es dann im Endeffekt wird. Ja, vielleicht sogar noch weniger, vielleicht sind wir erst bei 10% oder sowas. So. Was wären die nächsten Schritte? Boah, ihr braucht echt Industrie und Büro und sowas. Können wir irgendwo unterwegs noch ein Industriegebiet hinbauen, ist die Sache. Ich meine, hier das Industriegebiet, der Panzerpark, ist jetzt auch am Laufen. Ah, jetzt gerade hier drüben oder so vielleicht noch ein Industriegebiet hin. Oh, da brennt's auch. Direkt hinterm Krematorium. Da können wir die ganzen Toten eigentlich auch hier in den Wald packen und die verbrennen dann da schon. Das passt schon. Schon okay. Hier will ich eigentlich kein Industriegebiet hin machen. Also dann wahrscheinlich eher hier so in die Richtung. Obwohl hier schon ziemlich viel Hügel ist und ich weiß nicht, wie viel Industrie wir da reingepackt bekommen. Hier will ich eigentlich auch nicht so viel hinmachen, weil es direkt hier hinter der Stadt ist. Vielleicht hier? Hier so ein bisschen. Das könnten wir versuchen. Allerdings will ich den Bereich hier nicht zu überfordern mit Lastwagen. Was wir machen können ist eine Straße. Keine Verbesserung, sondern ein Freiform-Tool nach hier vorne zu bauen. Na, vielleicht sogar nach... Ah, das ist eine Idee. Wo ist die Straße? Da ist die Straße. Nach da drüben. Na komm. Ich will, dass du da reingehst. Wo ist dein Problem? Dann müssen wir dich erst ein Stück verschieben. Ach Gott. Verschieben wir dich mal kurz dahin. So, und jetzt kurz Pause. So. Und dann machen wir auch die Elektrizität wieder weiter. Und dich verschieben wir dann wieder hier vorne hin. Ah, jetzt passt du noch nicht mehr hin. Dann ebenso. So, und jetzt können wir hier vielleicht untertunneln und dann hier ein Industriegebiet machen. Gut, das klingt
ziemlich sinnvoll. Und dann die Trucks, die hier vorher durch die Stadt gefahren sind und sowas, die können jetzt auch hier rüber. Und die, die dann hier rausfahren wollen, die können dann auch da raus. Na ja gut, das hier ist so ein kleines Problem, dass die Leute hier wirklich so einen U-Turn machen müssen und dann da rausfahren. Aber das können wir nicht ändern für den Fall, dass hier auch jemand da raus will. Weil ansonsten muss er hier und dann da und dann erst wieder irgendwo komplett anders hinfahren. Ja, das ist schon okay so. Es entsteht ja jetzt auch kein Stau, bis auf den Leichenwagen, der gerade jemand abgeholt hat. Ja. So, und hier drüben läuft jetzt eigentlich auch ganz gut. Nicht genügend Kunden. Na gut, dann müssen wir hier wahrscheinlich so ein bisschen Wohngebiet noch hinpflanzen. Aber dann haben wir hier jetzt ziemlich viel Bürofläche. Ja, so ziemlich die halbe Stadt hier besteht im Moment aus Bürofläche. Und hier bauen wir dann noch ein Industriegebiet hin. Dann haben wir das auch ganz gut gelöst, denke ich mal. So, jetzt wird wieder ein bisschen hell. Dann nehmen wir einfach die Straße hier. Und Freiform-Tool. Könnt ihr da unten drunter durchtunneln, bitte? Na, ihr wollt nicht unter den Windrädern durch. Was passiert, wenn wir das hier nehmen? Dann wollt ihr auch nicht unter den Windrädern durch. Aber wieso? Die sind doch gar nicht so groß. Und wenn wir es hier machen, das funktioniert. Okay, dann machen wir es so. Und nehmen wir jetzt auch ein paar gerade Straßen. Die hier ruhig auch runtergehen können. Ich sehe jetzt wieder nicht wirklich viel. Gefälle zu steil. Da geht's wieder hin. Und Gefälle zu steil, aber da können wir wieder hin. Dann nehmen wir das jetzt. Und bauen es noch ein bisschen so aus. Ist jetzt nicht das schönste Industriegebiet, gebe ich gerne zu. Aber wir haben ja auch ziemlich wenig Raum, mit dem wir arbeiten können. Wir können das hier nochmal so machen. Dann dürfte das eigentlich funktionieren. So, Wasser. Und ja, mit der Elektrizität, da würde ich sogar sagen, wir leiten die hier über das Industriegebiet komplett um. Machen das so und dann haben wir hier auch nur noch die Hälfte an Stuff, die wir wirklich da nutzen müssen. Wird da schon was gebaut? Da wird schon was gebaut. Elektrizität. Dann können wir nämlich. Ja, ich baue das erstmal fertig hier. Einen Augenblick. Ja, hier können wir sowieso nichts hinsetzen. Aber hier können wir noch was hinbauen. So, und das hier dürfte jetzt eigentlich komplett miteinander verbunden sein.
Das ist damit verbunden, das ist damit verbunden. Wenn wir das jetzt einmal so auflösen. Können wir das hier auch auflösen. Gewinnen wir hier noch ein bisschen mehr Spielraum. Und du bist jetzt nicht mehr verbunden. Dann setzen wir dich jetzt nochmal dahin. Und dann ist die Stadt da unten auch wieder verbunden. Alles klar. Obwohl hier bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das zukunftssicher ist. Deswegen bauen wir dann das nochmal so dahin. Hier noch ein bisschen Platz gewonnen. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch ein Industriegebiet. Dürfte auch nicht allzu viel Problematiken da vorne erzeugen. Apfelheimplatz. Oh Gott, wieso sind die Industriegebiete immer so idyllisch? Das hier nennen wir Hinterhof Fabrik. Fabrik. Hinterhoffabrik, okay. Ah Gott, komm schon. Hinterhoffabrik. Alles klar. Und was wollt ihr? Arbeitskräfte? Sieht ganz so aus. Ich muss mir mal überlegen, ob wir hier nicht... Nee, das würde zu viel... Das wird zu viel Traffic sein, wenn wir das hier jetzt auch noch miteinander verbinden. Na, hier will ich noch keine Bezirke direkt reinbauen. Weil ich hier wahrscheinlich auch verschiedene Distrikte draus mache. Das hier ist ja eher so Wohnbereich, das hier ist eher Arbeitsbereich. Schauen wir mal. So, dann würde ich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.